So, da wären wir wieder. Press Enter, Klick und wir tauchen genau da auf, wo wir aufgehört haben. Sehr schön. Mein Plan war es jetzt, nicht das Haus hier zu plündern, sondern das Haus nach und nach zu sichern. Aber ja, wenn ich jetzt schon anfange, Zombies zu töten, dann werden die bis heute Nacht nochmal wieder spawnen. Das bringt nicht so viel. Also, mache ich hier ein bisschen Renovierungsarbeiten. Guck mal ganz kurz, was hierbei rauskommt, wenn wir die hier zerstören. Nichts. Okay, das lassen wir. Früher hatten die Dinger nämlich Scrap Iron gedroppt, also Eisenreste. Das war schon ganz praktisch. Jetzt zerlege ich erstmal noch die restlichen Gardinen hier und gucke dann, wie das mit der Rüstung ausschaut. Weil so, ne? Rüstung haben klingt wie eine ganz gute Idee. Also, ich hätte gerne Rüstung, Stoffhandschuhe. Brauchen nur zwei. Craft. Hut brauchen wir nicht, da haben wir unser Mining Cap. Also nehmen wir ein Cloth Jacket. Das sieht schon mal etwas extravaganter aus. Und ich finde es auch ganz gut, dass das Crafting Grid hier ein bisschen größer ist. Nicht so wie bei Minecraft, ne? 3x3. Weil so kann man wesentlich exklusivere Formen bilden, sagen wir es mal so. Und die kann ich schon mal anziehen. Charakter, Handschuhe, da. Und wie ihr sehen könnt, die bringen nur 10 Schutz jeweils auf alles. Der Mining Helm ist wesentlich besserer. Besser. Besserer, der ist ganz toll. ja. Du, Crafting. Da. Pants. So. Aber ist auch nachvollziehbar, würde ich sagen. Ich meine, das ist ein richtiger Bauarbeiterhelm. Der muss schon ein bisschen was aushalten. Du. Und die Eisenhandschuhe könnten wir theoretisch hier auch bauen. Was brauchen wir für die Eisenhandschuhe? Leder und Eisen. Oh, aber das ist geschmolzenes, gegossenes Eisen, das man weiterverarbeitet hat. Ja, das können wir noch nicht. Aber ist auf dem Plan für später. So, und ding, 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 ding für Schuhe. Gute. Dann haben wir schon mal ein Set Rüstung. Theoretisch sollten wir gleich noch ein Set basteln. Nur für den Fall, dass wir sterben. Aber nicht jetzt. Das ist so eine Sache, die wir auch nachts machen können. Genauso wie die restlichen Gardinen runternehmen. Okay, dann looten wir mal die anderen Sachen, würde ich sagen. Also das Haus hatten wir schon. Richtig? Richtig, ich glaube schon. Die Scheune haben wir noch nicht und das Haus. Oh, in der Scheune könnten wir Glück haben. Und wir finden ein paar Vogelnester. Hallo, Schweinchen. Komm her, Schwein. Weg mit dir, Schwein. Schweine bringen nämlich Leder. Wir haben ja gerade gesehen, für diese Eisenhandschuhe bräuchten wir Leder. Und wir haben ein Buch gefunden, das uns sagt, wie man Leder machen muss. Also das Schicksal hat es uns auserkoren, dass wir dieses Schwein ganz langsam mit einer Axt töten. Und die haben garantiert Sachen dabei, die nach irgendwas riechen für Zombies. Und zack. Ja, du trägst etwas, das riecht. Und wir haben als Buff unten links über den Statusleisten die Nase. Das heißt, das schmeißen wir gleich in den Kühlschrank. Aber, oh, was haben wir da? Kaffeebohnen sind sehr schön. Damit kann man Kaffee machen, sinnigerweise. Und das sorgt dafür, dass die Regeneration der Stamina kurzfristig höher ist. Was sehr praktisch ist, wenn man in der Mine arbeitet oder dergleichen. Apropos Mine. Also ja, man kann auch Minen anlegen. Kleiner Haken. Es gibt Statik in dem Spiel. Also wenn man die Sachen nicht sichert, dann fallen die Sachen runter und gehen kaputt. Und fallen auf einen rauf und machen einen kaputt. Also schön vorsichtig sein im Spiel. Du. Oh. Sehr schön. Munition für unsere Pistole. Und noch Munition für, ich glaube, das ist ein Revolver. 10 mm. Also entweder Revolver oder Colt. Nee, Colt haben wir. Ich kenne mich echt nicht so gut mit Waffen aus. Du. Ja, das ist sehr schön. Explosive Ölfässer in einer Scheune. Ich bin irgendwie versucht, allein um euch zu zeigen, wie das aussieht, das mal kurz zu machen.
Oh, sehr schön. Ein Kochtopf. Eine Leiche mit einem Stoff. Oh, was haben wir da? Ein Pistolenbuch, das lesen wir gleich. Ein Reloaded Weekly. Was sagt der Mouseover? Ja, Shotgun Shells, das haben wir aber schon. Und Leather Tanning haben wir auch schon. Ja, das wird alles ein wenig redundant mit der Zeit. Oh. Warum? Die hatten wir doch alle schon. Sehr komisch. Und ich glaube, ich nehme die trotzdem mal mit, um damit vielleicht irgendwie Unfug anzustellen später. Oh. Ich könnte sie auf der Straße deponieren, und wenn irgendwann mal eine Zombie-Horde durchkommt, dann sprenge ich die. Es gibt übrigens auch so richtig, richtig, richtig große Ansammlungen von Zombies, die durch die Weltgeschichte einfach so rumstreifen. Und wenn man Pech hat, kommen die halt bei einem vorbei. Deswegen. Iron Barrel. Das Haus. Das Haus wollten wir haben. Okay. So. Wenn hier irgendwo mal eine größere Ansammlung ist, versuche ich dich hierher zu locken und schieße dann auf eins von den Dingern. Die anderen müssten mit hochgehen. So, ich komme ein bisschen vor wie Kevin allein zu Hause. Ja, das ist, glaube ich, ein recht guter Vergleich. So, du kommst weg, du kommst weg. Ich höre hier drin was. Ich habe keine Bolzen mehr. Hallo? Also, es ist ziemlich nah. Hallo? Oh. Ja. Ein Kriecher. Und ich höre eine Fliege. Also eine Zombie-Fliege. Die sind doof, weil sie halt fliegen können. Au. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, hier ist noch mehr Zeug. Hallo? Ein Waffenschrank. Oh, sehr schön. Okay, erstmal hier looten. Jo, Medizin ist immer gut. Wasser ist auch sehr gut. Klo können wir später zerlegen, um an Eisen zu kommen. Oh. Hallo? Warum starrst du die Wand an? Na gut, ich will es nicht wirklich wissen, aber es ist trotzdem komisch. Also manchmal sind die Zombies noch ein wenig glitschig, was die Bugs angeht. Wir haben schon keinen Platz mehr. Aber es ist halt noch eine Alpha-Version, ne? Alpha 9.1 müsste ich jetzt gerade spielen. Aber wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall schon sehr gut spielbar und es macht tierisch Laune. Also kann man über die ein, zwei Bugs gut hinwegsehen. So, ich hätte gerne den Waffenschrank. Da ist nämlich fast immer sehr, sehr gutes Zeug drin. Also mehrere Waffen und oder Munition. Oder Waffenteile. Aber man kann sich ja alle Waffen selber auch zusammenbasteln und man kann auch die Waffenteile daraus Gussformen erstellen. Das ist gerade für einen Multiplayer recht interessant. Also wenn man jetzt die Teile findet für eine Schrotflinte, dass man nicht sofort eine Schrotflinte draus macht, sondern dass man die Teile, also die Formen erstmal herstellt für die Teile. Aus den Teilen. Und dann kann man mit diesen Teilen dann mehrere Schrotflinten später herstellen. Falls man halt Multiplayer PvP macht, ne? Sehr praktisch. Und allgemein, das Spiel macht auch irre Laune im Koop. Also mit zwei, drei anderen Leuten zusammen Zombies jagen ist immer super. So, das dauert sehr lange, den Safe aufzumachen. Aber wie gesagt, lohnt sich. Sollte man trotzdem eigentlich nur tagsüber machen. Oder man ist sich sehr sicher, dass kein Zombie hierher kommt. Weil wenn ich jetzt unterbrechen müsste, dann wäre die ganze Zeit umsonst gewesen. Da muss ich nochmal das durchtickern lassen. Und in der Zeit könnte wieder ein Zombie kommen und so weiter und so weiter. Aber es schaut ja ganz gut aus. So, was haben wir? Das ist doof. Also ja, es ist schön, dass wir Gewehrteile gefunden haben. Aber, Pistolenteile. Aber normalerweise ist da viel mehr drin. Na gut, dich zerlege ich. Kann ich nicht zerlegen. Yeah. Dich kann ich wegschmeißen. Ich
Du da, du da, du. Da. Hier, nimm die Couch. Nimm den Stuhl. Gib mir das Zeug. Mit R alles einsammeln, genau. Also, ja, ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet. Schade, schade. Aber gut, wir haben schon eine Pistole gefunden, wir haben Munition gefunden, wir haben ganz... Wow, Kacke. Komm her. Okay. Sie scheint uns am Helm getroffen zu haben. Wir haben nämlich fast keine Lebenspunkte verloren. Das war nochmal Glück gehabt. Aber ich will hier noch mehr randalieren. Die sind wo reingekommen? Warte mal. Das will ich mir angucken. Oh. Warum komme ich da nicht... Oh. Die haben den Weg nach oben kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. Okay. Dann mache ich das hier mal kaputt. Die Leiter. Bau die ab. Und baue sie ein Feld weiter oben wieder auf. Und ich habe keinen Platz für die Leiter. Du... Ja, bauen wir nicht mehr dahin. Warum kann ich die Sachen nicht mehr wegschmeißen? Das ging doch früher. Früher habe ich die einfach nur hier hingeklickt. Ah, okay. Leiter. Klick. Pistole in die Hand. Hochgucken. Ja, hier sind die hier irgendwie reingekommen. Sehr krass, okay. Also das Gebäude ist definitiv nicht mehr sicher. Ah, zwei Wasser, sehr gut. Nix. Das ist überhaupt nicht sicher. Überall sind Löcher in den Wänden. Vom Dach können sie reinkommen. Aber gut. Ich will es hier nur plündern. Ich will hier drin nicht schlafen. Alles gut, alles gut. Ja, da zerlegen sie die gesamte Häuserfront. Eine Kartoffel. Oh, das ist gut. Damit kann man den Samen gewinnen. Und quasi eine eigene Farm gründen. Aber dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit. Definitiv nicht. Hallo? Genau. Jetzt legt mal vorne das Haus. Ich gehe hinten raus. Alles super. Wir haben es. Oh. Hallo? Er hat nur noch 20 Schuss. Ich würde eigentlich ganz gerne wieder auf Armbrust umwechseln. Da fehlen nur die Steine für. Und ich brauche Wasser. Also primär brauche ich einen Fluss. Da links ist ein Fluss. Ich brauche einen Fluss, weil am Fluss findet man Sand. Und wo Sand ist, findet man auch öfters Lehm. Und mit Lehm kann ich die Gussform herstellen. Für unter anderem Gläser und Eisen. Und ich habe keinen Platz. Okay, ich sollte einen kleinen Trip nach Hause machen. Oh. Da war was im Gras. Das sind viel zu viele. Kommt mal kurz her, ich habe hier was vorbereitet. Ah, es dauert viel zu lange, bis die hier sind. Ich häng die einfach ab. So. Tür ist natürlich offen, wie es sich bei jedem Zombiehaus gehört. Okay, Painkiller lasse ich lieber am Mann. Die können da rein, die komische Suppe kann da rein, Kaffeebohnen können da rein, das ganze Wasser kann da rein. Das Ding können wir zerlegen, die können wir zerlegen. Die Federn hätte ich gern dabei. Das Fleisch soll... Ah, ich habe das Fleisch vergessen. Und ich habe noch irgendwas, was riecht. Ach, die Kartoffel. Komischerweise riechen Kartoffeln so stark, dass Zombies wissen, wo wir sind. Das ist ein wenig komisch. Aber okay. Und ich bräuchte jetzt noch einen Container für die wichtigen Sachen. Nehmen wir mal... Naja. Tun wir das Zeug mal hier rein. So. Einfach nur, dass wir kurzfristiges Lager haben für Zeug, das wir jetzt nicht sofort brauchen, aber später mal. Und jetzt haben wir schon mal mehr Platz zum Looten woanders. Nicht unser Haus zerlegen. Komm her. Obwohl, das da oben könnt ihr ruhig alles zerlegen. Das ist kein Problem, weil die Fenster nehmen wir eh raus. Die Fenster nageln wir alle zu. So, Nummer 1. Ganz schön. Ah, der ist doof.
Genau, mit deinen spitteligen langen Armen. Eins, zwei. So, was in der Nähe? Nein, Lupen.